Herzlich willkommen zur Heftvorstellung von Rockhard Nummer 388. Wir haben die Festivals überlebt. Wacken, Partisan, Bang Your Head, Headbangers Open Air. Einigermaßen sind wir wieder fit. Nur Ronny brauchte mal Urlaub, deswegen sitzt heute Jens hinter der Kamera und ich kann euch den Titel der neuen Rockhard zeigen. Machine Head auf dem Titel mit Rob Flynn anlässlich der 25-jährigen Tour zu Burn My Eyes. Das Album wird 25 Jahre alt und die Jungs haben ja sich deshalb nochmal fast im Original-Line-Up zusammengefunden. Spielen ein Konzert in den Staaten bisher und ein paar in Deutschland. Und deswegen haben wir uns mit den Jungs mal zusammengesetzt. Los geht's aber mit unserem Chef-Guru Holger, der sich bei Jeff Waters von Annihilator in England das Bein gebrochen hat. Und deswegen, jetzt krank zu Hause sitzt. Gute Besserung, Holger. Hier vorne sieht man ein Foto, das der Jeff bei Facebook gepostet hat, Holger mit so einem Space-Bein. Und wie gesagt, gute Besserung, Holger. Wir starten aber mit einer Story, die Holger noch gemacht hat, als er noch nicht das Bein gebrochen hatte. Und zwar mit Kadaver. Der hat die Jungs in ihrem Berliner Studio besucht und hat da mit dem Drum-Riesen-Tiger über deren Equipment gesprochen, über das neue Album, die Inspiration von Nosferatu-Filmen und dass sie Fotos ja in Karpaten gemacht haben. Coole Band, trotz Retro sehr innovativ und haben immer gute Ideen, die Jungs, sehr sympathisch. Dann haben wir die ersten Bestätigungen für das Rockhard Festival 2020. Und zwar sind das Accept, Alcest, Sacred Reich, Razor, Gravedigger und Niflheim. Der Vorverkauf geht am Freitag los, das Video kommt ungefähr zur gleichen Zeit raus, kriegt ihr aber bestimmt mit. 12 Uhr am Freitag könnt ihr euch die Karten für nächstes Jahr besorgen. Dann die angesprochene Titelstory, die Thomas Zompf Kupfer gemacht hat. Sehr interessantes Interview mit Rob Flynn, wie es ihm heutzutage geht und wie es ihm vor 25 Jahren ging. Drogen, Alkohol und ja, wie er sich von dem allem befreien konnte und ein besserer Mensch geworden ist, wie er sagt. Dann mit dem aktuellen Bassisten hat Thomas ein Interview gemacht, wie er sich das alles gerade, wie das für ihn überhaupt ist. Der spielt ja noch nicht so lange bei Machine Head. Dann mit den Jungs, die Burn My Eyes mit eingespielt haben. Das ist einmal Gitarrist Logan Marder und der Drummer Chris Contes, der sich auch sehr viel für BMX-Fahren interessiert. Ein Interview mit Joseph Houston noch. Das ist der Manager von Machine Head. Da gibt es auch nicht so viele Interviews zu. Und eine weitere Story von Holger. Und zwar geht es um Rush. Da ist er extra nach Hamburg gefahren. Da hat nämlich Geddy Lee sein neues Buch über Bässe vorgestellt. Und im Rahmen dessen hat Holger sich mit ihm unterhalten, wie Rush überhaupt dazu gekommen sind, jetzt aufzuhören und wie sich das alles entwickelt hat und wie sie eigentlich, wie auch die Stories oft sind, im Schlafzimmer von den Eltern angefangen haben und jetzt die berühmteste Band Kanadas sind und dass er einen Kumpel hat, der mit seiner Nase erkennt, ob der Bass neu oder alt ist. Schönes Interview, sehr nerdig, sehr interessant, coole Sache und Holger hat dann auch diese Diskografie noch einmal kurz besprochen. Super Sache. Dann gibt es ein Interview, das Jens gemacht hat mit den Schweden von Hammerfall. Ein Interview von Sacred Reich, das Ronny gemacht hat. Dann waren wir beim Wacken Open Air und haben uns da auch nicht von den Unterbrechungen ja, miese Laune machen lassen. Tribulation haben abgesagt, da hatte ich ein bisschen schlechte Laune zugegeben. Aber wir haben die Unterbrechung genutzt und sind zu Holger Hübner, dem Veranstalter, gefahren und haben ihn gefragt, was so eine Unterbrechung beim Wacken eigentlich ausmacht. Über Müllprobleme des Wackens und das CO2 und wie das 30. Jubiläum eigentlich für ihn ist. Dann eine Story zu Demons and Wizards. Hollywood Vampires, Killswitch Engage, Blackstar Riders. Dann kommen wir zur CD, die beiliegt. Da sind exklusiv zwei Tracks drauf, die Machine Head im Studio jetzt aufgenommen haben. Das sind beides Burn My Eyes Tracks, Dividian und None But My Own Light. Exklusiv nur auf dieser CD, also für Hardcore-Fans bestimmt was Cooles. Sacred Reich ist sonst noch auf der CD, Blackstar Riders, Ram, Exhorder, Michael Schenkerfest. Und ein paar andere. Dann waren ein paar von uns beim Bang Your Head. Jens ist da ziemlich nass geworden und seitdem passen ihm auch die kleinen T-Shirts wieder. War aber trotzdem eine coole Sause, hat er mir erzählt, denn er hat Tribulation dort gesehen. Mir wurden sie ja versagt. So, dann gibt es noch Interviews zu Year of the God und Death SS. Und ja, jetzt kommt ein kleines Black Metal Special. Und zwar hat sich Andreas Schiffmann mit Erik Püttenhundwin unterhalten, dem Toningenieur des Kriegwallen-Studios in Krieghallen-Studios in Bergen, wo Klassiker wie Mayhem's Die Mysteries Dum Satanas aufgenommen wurden, Anthems to the Waken at Dusk, paar Gorgoroth-Scheiben, Immortal und so weiter. Sehr interessantes, lesenswertes Interview.
wie er zu dem ganzen Black Metal Krempel steht. Er hat ja auch mit Vaak wie Kernes von Bosum gearbeitet, wie, was er von dem hält. Sehr interessant. Dann noch ein Interview mit Entombed AD und dann springen wir einmal kurz zum Soundcheck. Zwei erste Plätze diesmal, Year of the Goat und Disillusion. Danach Black Star Rider, Sacred Reich, Ram und Killswitch Engaged. So, als letztes habe ich dann noch das Headbangers Open Air für euch. Da waren auch ein paar von uns bei der geilsten Gartenparty der Welt und haben sich da Oldschool Heavy Metal reingezogen. An dieser Stelle Ludwig Krammer, Matthias Mahler und Wolfram Küper, sei euch herzlich gedankt. Ein paar Live-Shows zum Abschluss. Roasted 2, Whitesnake, Bullet, Metal Church, Armored Saint und dann sind wir durch. So, Rockhard Nummer 388 mit Machinehead-Titelstory, zwei exklusiven Machinehead-Studio-Tracks neu eingespielt. Ich wünsche euch viel Spaß damit, kommt gut durch den Sommer, trinkt noch ein paar Bier, was man so macht. Wir sehen uns.